wir hinken in den Bestrafungen ein bisschen hinterher und vielleicht wäre es ja möglich, eine Bestrafung einfallen zu lassen, die direkt im Studio stattfindet. Oh Mann, es ist jetzt Chili. Und Dani hat es gecallt. Ja, es sind Chilis. Wieso bin ich so gut darin, Sachen zu predikten? Ich denke mir, das war absehbar. Es sind frische Habaneros aus dem Chili-Garten von unserem lieben Tontechniker und Kameramann Adam, die er mir vorher überreicht hat, wo ihr kurz so wart, so, hä, was machen die jetzt? Was von der Lara, oder? Was von der, genau. Sehr unauffällig. Wir haben zwei größere und zwei kleine. Das heißt, eine Person bekommt die zwei kleinen mal und ich sage euch gleich, und die anderen die größeren. Und ich sage euch gleich, was wir damit machen. Das ist so falsch gerade. Ich sage euch gleich, was wir damit machen. Der gerade. Ich habe in der U-Bahn am Sonntag oder am Montag eine extrem unlustige Scherzfrage überhört. Okay. Und ich hab Scherzfragen vorbereitet und ihr müsst die Antwort auf die Scherzfragen raten. Und wir machen das so, dass... Das ist so unfair. Jonas ist so gut in sowas. Na, Augenblick, er ist so ein Augenblick, verdammter... Augenblick. Ich habe es für euch, ja. Jedes einzelne Jonas versus Dani wird Dani davor wüten, weil ich ja, genau, zu gut weil Jonas in zu etwas gut ist. Bin. Und dann, das ist aber wahr. Du dann verliere immer halt wirklich jedes diese Mal. Dummen Fragen. Und... Okay, folgendes, okay. Du weißt immer die Antwort auf diese dummen Scherz. Ja, ich bin auch wütend, weil du immer... Ich scheiß mich jetzt ein bisschen an gerade, ja? Weil wir machen das so, ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, das Spiel geht jetzt los, werde ich diese Fragen vorlesen. Und jedes Mal, wenn irgendjemand von uns drei lacht, muss die Person, die lacht, auch nur schmunzelt oder grinst. Also... Das ist auch extrem unfair. Das ist auch viel besser als ich. Einen kleinen Bissen von der Chili nehmen. Wie definieren wir Bissen? Einen kleinen Bissen. Ich weiß schon ganz genau, Jonas wird keine großen Augenblick. Bissen machen, so wie ich. Die Person, die am Ende verliert, bei Gleichstand bin das natürlich ich, isst die Chili auf. Was heißt ein kleiner Bissen? Ein kleiner Bissen heißt ein kleiner Bissen. Wieso habe ich die große? Das ist egal, nur wenn du verlierst. Jonas hat zwei kleine. Jonas die, und außerdem, die kleinen packen meistens eh den größeren Punch. Ja, okay, also. Aber wo muss ich abbeißen? Du beißt einfach ab, alles außer das Grüne ist legal und du machst okay. Einfach einen Bissen, der als Bissen erkennbar ist. Also nicht so ein bisschen Haut abziehen, sondern halt so, dass man sieht, I guess. Okay, also einfach so ein kleines Stückchen. Okay. Das wird sich eh herausstellen, die sind auch bei kleinen Bissen schon teuflisch scharf. Das heißt... Teuflisch scharf. Du lachst jetzt, aber... Ich okay. Dich auch, und wir haben alle kein Wasser mehr. Wir haben kein Wasser keine mehr. Milch und, kein und keine Rot. Milch. Und wir bringen auch nichts. Und wir dürfen nicht aufstehen. Was? Genau. Nein, Kameramann Adam kann jetzt kurz ins Bild kommen und uns allen ein bisschen ein Wasser holen. Alter, ich bin gerade echt müde, aber this is gonna wake me the fuck up. Das wird uns aufwecken, okay. Ja. Dreht jeglichen Lächler, den ihr jetzt gerade auf den Lippen habt, ab. Aber warte, geht es nicht darum, wer es richtig beantwortet, nur wer lacht? Nein, es geht schon darum, wer es richtig beantwortet. Beziehungsweise halt, wenn es niemand richtig beantwortet, natürlich dann, also es geht jetzt beim anfänglichen Chili-Essen nur darum, wer lacht. Mhm. Und am Ende geht es darum, der Verlierer von dem Spiel, also auch ich, wenn ihr einen Gleichstand habt, isst seine Chili auf. Also die Antworten sind erst am Ende wichtig. Okay. Okay? Gut. So, lieber Adam, fangen wir mal an. Dankeschön. Mit der ersten Frage. Fangen wir an. Ich zähle von drei runter. Ich habe echt Angst. Ich sag's, wie es ist. In diesen drei Sekunden, ich zähle jetzt von drei runter, ist kein Lachen mehr erlaubt. Get it out of your system now, okay? Oh, danke. Und wir haben auch Milch und nice. Bio-Joghurt. Ich werde diese Milch killen, gell? Ziemlich saures, das ist eh okay. Okay. Ich glaube nämlich, ich bin laktoseintolerant. Was ziemlich scheiße ist für diese Challenge. Okay, 3, 2, 1... Gut, das war jetzt kurz Dead Air. Danke, Adam, wir sind vorbereitet. Gut. Welche Vögel legen niemals Eier? Fuck, ich kann das nicht verstehen. Okay. Gut, fangen wir an. Oh. Ich weiß es nicht. Sehr fruchtig.
Ich habe nur Fruchtfleisch erwischt. Bei mir ist es irgendwie... Oh, shit. Okay, never mind. Es ist sehr scharf. Welche Vögel legen niemals Eier? Ich weiß es nicht. Ha! Welche Vögel? Ich darf nicht lachen. Ich würde sagen beide, wir wissen es nicht. Okay, na, irgendeine Antwort. Okay, Schwalben, Twitter. Welche Vögel Twitter? Nehmen... Twitter wäre eine gute Antwort. Eiderdaus. Eiderdaus. Die Antwort ist männliche Vögel. Gut, Mist. Jetzt sind wir alle dran. Okay, da. Ich habe einfach einen viel größeren Bissen als ihr beide genommen. Shit. Aber it's Big Boy Bite. Ja, ich habe solide viel abgebissen. Gut. Es geht eigentlich. Das ist ein bisschen. Ist fair. Okay. Schmeckt ja auch nur noch Paprika. Wenn 30 Männer eine Villa in 10 Monaten bauen. Meins ist nicht scharf. Ja, du hast wahrscheinlich, du bist noch nicht an, noch die Samen nicht. Gekommen. Die Samen? Ja, die Kerne. Nicht die Kerne. Wenn 30 Männer eine Villa, in 10 Monaten bauen, wie lange dauert es, dieselbe Villa zu bauen, wenn man nur 15 Männer hat? Dani, was sagst du? Do the math. Überleg mal. Wenn 30 Männer in 10 Monaten eine Villa bauen. Wie lange dauert es, dieselbe Villa zu bauen, wenn man nur 15 Männer hat? Die Villa muss man nicht bauen, ja, wurde schon gebaut. Die Villa ist schon gebaut. Ihr habt beide recht. 0 Sekunden, die Villa wurde bereits von den 30 Männern gebaut. Stabile Antwort. Einfach richtiger Knieklatscher. Ja, ich lache innerlich. Oh Gott, die nächste ist schlimm. Es ist wirklich grenzwertig schon. Wie nennt man dann, was die Scherzfrage ist, die du in der BIM überhört hast? Ja, wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Das ist die Frage, die ich überhört habe in der BIM. Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Ich glaube, ihr lacht beide. Nein, ich lache nicht. Ja? Ich lache nicht. Im Zweifelsfall ist Adam Schiedsrichter. Ich lache noch nicht. Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Mhm. Ich. Irgendwas mit Alphabet? Nein. Keine Ahnung, Buchstabendurchfall oder so? I don't know. Die Steigerung. Was? Denk in der Größe. Ach so. Hä? Buchstaben Schwimmbad. Rate zu Hause mit, by the way. Die Antwort ist Wörthersee. Okay, ich musste nicht lachen. Ich musste Bruder. Nicht lachen. Ich musste nicht lachen. Ich nehme jetzt auch einen Big Boy Bite. Was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten? Ehre. Ehre genommen. Ehre gegeben. Ehre gegeben und Ehre gegeben. Man ist nicht scharf. Willst du von mir einen Samen? Kleine Samenspende hier. Samen gegeben. Okay, was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten? Ehre. Nein, komm jetzt, wirklich. Nicht scharf. Also ich esse dir einfach auf. Nein, ist sie nicht, ich schwöre. Oh mein Gott. Ich fange an, Rülpse zu kriegen. Oh mein Gott. Okay, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist falsch, ist nicht scharf. Was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten? Geben, aber behalten. Die Antwort ist Coronavirus. Nein! Scheiße! Ja, aber ist Coronavirus! Okay, gib mir was von deinem. I wanna join on the fun. Das ganze Fetzen. Ich hab bis jetzt null Schärfe, muss ich sagen. Ja, sehr froh. Das riecht doch nicht scharf, das ist einfach eine Paprika. Ja, kill sie einfach. Das riecht nach Oschwig. Kill sie einfach. Ich hab noch Chili im Mund, bei mir zählst du. Wie viel hast du schon gegessen? Es steht, by the way, 0-0. Nach wie vor.
1 zu 1. 1 zu 1, also... Oh, shit! Es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Heidelbeer. Kill sie, kill sie. Okay. Weil du bis jetzt keine Schafe hattest. Okay. Das tut's. Oh, shit, Mann. Das ist okay. Wie machen Igel den Sex? Geschlechtsverkehr. Wie machen Igel den Sex? Komm mal, Geschlechtsverkehr. Wie machen Igel die Liebe? Beim Rumkugeln. Na das wie? So nicht oh. Wobei, ja, ich hab's dir gesagt. Mit Stich. Mit Stich, hm, nicht schlecht, aber du gehst in die richtige Richtung. Shit. Ich muss mich so abbauen, wie er reacted. Wie machen Igel? Wie kugeln Igel rum? Alter. Ich weiß nicht, Dani, was ist deine Antwort? Gib mir einfach eine Antwort. Sie kommen schnell zum Stich. Mhm. Jonas? Ich weiß nicht. Okay, nochmal. Stängel ausfahren und da. We need to turn up the heat! Oh, fuck, ich weiß nicht. Was ist es? Super vorsichtig. Okay, Dani muss nochmal, ich habe nicht gelacht. Dani, ich auch nicht. Oh, ich bin's in den Ohren. Ja, das ist wie Chili Klaus immer sagt. Ja, Chili Klaus macht dann immer so. Ja. Ich spür's in den Ohren. Okay, hast du noch eine Frage? Warum wie viele noch? Noch vier. Ich hasse dich! Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Kurz Mallefetzen. Ja, keine schlechte Antwort. Leider falsch. Jonas, was ist dein Guess? Warum jeder hat eigentlich nur einen Guess, by the way. Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? In den Süden. Weil sie im Norden waren. Sie können nur in den Süden. Weil es zu weit zum Gehen ist. Was hat zwei Hände, einen Kopf und zwei Beine, ist aber nicht lebendig? Was hat was? Eine Leiche. Zwei Hände, einen Kopf und zwei Beine, ist aber nicht lebendig. Eine Leiche. Ja, ein Kadaver. Ein Kadaver? Ja, die Antwort ist eine Leiche. Okay, okay, aber ich habe es zuerst richtig, richtig. Ja. Nein, trotzdem, das zählt ja für uns beide. Was ist aller Laster Anfang? L. A. All. Die Stoßstange. Okay, ich muss noch mal rein. Welches Brot kann man nicht zum Frühstück bekommen? Letzte Frage. Abendbrot. Brot. Hätte ich auch gesagt. Na, das ist unfair. Ich wollte das gerade sagen. Du wolltest das gerade sagen? Ja, ja, ja. Mhm. Es ist das Abendbrot. I guess I lost. Okay, ich würde sagen, als Solidarität essen wir einfach mit, Dali. Killen wir sie alle? Ich habe nichts mehr. Alter, das du hast das noch. Hier die Kerne, scharf. Komm. Ja, wir killen das schnell, komm. Es ist nicht scharf. Egal, killst trotzdem. Aber es ist nicht scharf. Egal. Ich sag nur, es wäre fairer, wenn ich etwas Scharfes kriege. Ja, dann kriegst du die Hälfte von mir, weil Jonas Ding ist urklein. Ja, aber die packen so viel Heat, Bro. Ja, meine auch. Das sind so viele Seeds. Ich in meinem Mund bluten. Ah, fuck. Okay, hier. Das ist so viel! Ja! Komm! Gut. Okay. Prost. Jungs, drei. Auf 16 Folgen Staffel 2. Auf 16 Folgen, 17 Folgen Staffel 2. 17 Folgen Staffel 2. Prost. Prost. Danke für eure Ehre. Es kribbelt in meinen Händen. Ihr seid echte Ehre. Es kribbelt drei, in meinen Händen. 2, 1. Oh! Es ist süß. Fruchtig. Okay, 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 okay! Die Dampflok macht Bubu! Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall, deswegen kribbelt es gerade in meiner Hand. Ich habe gehört, wenn es einem so weh tut hier im Arm, dann hat man gerade einen Herzinfarkt. Kannst du deine Hand hochhalten? So? Natürlich habe ich keinen Schlaganfall. Oh. Das ist richtig ungut. Die Schärfe kommt spät, Leute. Mir geht es nicht richtige, sehr gut. Richtiger Spätzünder. Mhm. Ja. Gut. So.
So viel dazu. Ich denke, Alter, der Wörthersee-Witz hat mich so gekillt. Buchstaben, so bei Wörthersee. Leute, merkt euch den zu Hause. Oh, der das linke untere Teil von meiner Zunge. Es ist, to be honest, nicht so schlimm. Das ist immer ein Banger, um eine Konversation zu starten. Ja, ich muss sagen, die erste, die ich hatte, von der du danach was hattest, war bei weitem die schlimmste. Gut. Einer meiner Highlights ist auch, was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten, Coronavirus. Das war zu gut. Da haue ich mich auch ab, immer. Ich produziere so viel Speichel, ich glaube, da kommt mehr zurück ins Wasser, als ich trinke. Mhm. Gut, ich versuche das Auto zu machen, damit wir uns ärztlich versorgen können. Ja. In dem Sinne, egal ob... Dieses Arsch hat einfach die gesamte Milch getrunken. Ich habe gesagt, ich werde sie killen. Okay. Egal ob in, im österreichischen Ort Schwaz, gemeinsam mit ÖVP-Außenminister Schallenberger oder mit bisschen Habanero-Extrakt. Am wichtigsten ist es, dass ihr weiterhin den Spritzwein zum Frühstück konsumiert. Konsumiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir lieben euch und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören, meine Lieben. Bussi, Leute. Bussi.